Gertraud Klemm. Die hat Romane geschrieben wie Hippocampus oder Muttergehäuse. Gertraud Klemm ist eine feministische Autorin. Eine feministische Autorin, die Biologie studiert hat, das muss man festhalten. Und die überdies etwas besitzt, was in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur doch relativ selten ist. Sie besitzt nämlich Humor. Das führt sie dazu, dass sie einen Gesellschaftsroman schreiben kann, in ihrem aktuellen Buch Einzeller, wo es um Simone Hebenstreit, die Hauptfigur, geht, und eine feministische WG in Wien. Simone Hebenstreit ist um die 60 und so eine Art österreichische Alice Schwarzer. Und die hat eine WG gegründet mit 5 Frauen, die heißt der Bienenstock. Und mit dieser WG und diesen 5 Frauen nimmt sie an einem Social-Media-Experiment teil, nämlich sie nimmt teil in einem Reality-TV-Format, das in Anlehnung an Big Brother, Big Sister heißt. Gleichzeitig hat sie aber auch noch ein Gspusi mit einer Jugendliebe aus dem Dorf, aus dem sie stammt, der inzwischen auch in Wien ist. Das ist der amtierende rechtskonservative österreichische Finanzminister. Sie merken, dieser Roman Einzeller ist ein großes Gesellschaftsbild und fragt danach, was aus dem alten Feminismus geworden ist, in Zeiten, wo dieser alte weiße Feminismus von Transfraktionen, von intersektionellen feministischen Fraktionen, von Lesben, von anderen moderneren Ansätzen als old-fashioned attackiert wird und die ursprünglichen Ziele dieses Feminismus, Equal Pay beispielsweise, Gleichberechtigung, Verfügbarkeit über die eigene sexuelle Identität, ein bisschen aus dem Blick geraten. Ich habe dieses Buch mit großer Freude gelesen, Lea Schneider. Mich hat es erinnert, offen gestanden, an Kiroyal, nämlich eine Art einer Gesellschaftsanalyse, wo man Brennpunkte der Gegenwart auf eine sehr leichte satirische Art darstellt. Wie ist es Ihnen gegangen, Lea Schneider? Ich habe mich wahnsinnig amüsiert, auch beim Lesen. Ich habe oft laut gelacht. Und am Ende ist mir das Lachen so ein bisschen im Hals stecken geblieben. Also, weil ich dachte lange, es ist ein sehr komisches Buch. Es ist auch an vielen Stellen, hatte ich das Gefühl, ein sehr treffendes Buch über Generationenkonflikte innerhalb einer feministischen Bewegung, wenn man die so als eine bezeichnen würde. Vielleicht sind es auch eher Bewegungen, darum geht es ja auch in dem Buch. Und das Buch wird aber auch wahnsinnig traurig dann. Es ist auch ein Buch über Armut. Das wird auch ganz stark verhandelt an verschiedenen Stellen, inwiefern Armut auch mit Geschlecht zusammenhängt oder mit bestimmten Entscheidungen. Und was so wahnsinnig gut beobachtet und traurig ist, finde ich, dass alle in diesem Buch werden das, was sie eigentlich nicht werden wollen. Und alle werden ein bisschen auch ihr eigenes Klischee. Und es passiert mit so einer Eigendynamik, von der man gar nicht so richtig sagen kann, was sie ist. Am Ende würde ich aber schon sagen, das ist eine materialistische oder materielle Analyse. So. Also es geht am Ende um Geld, es geht um ganz konkrete Sachen wie Care-Arbeit, wie ist die verteilt, was bedeutet Mutterschaft für politisches Engagement. Und was ich interessant und geschickt gelöst finde, ist, dass es ja nicht nur die Erzählperspektive von dieser Simone Hebenstreit gibt, also quasi die ältere, arrivierte, politisch-aktivistisch erfahrene Feministin, sondern als Gegenstück dazu auch eine junge WG-Mitbewohnerin, Lilly, genau, die ihre ganz eigenen Konflikte und Probleme austrägt. Und diese beiden Stimmen so nebeneinander montiert, funktionieren, finde ich, sehr gut darin. Beide Figuren sind auch immer wieder am Bieg. Also wie gesagt, sie biegen immer wieder in so Richtungen ab, in die sie eigentlich nicht wollten. Simone Hebenstreit wird zur TERF, also zur trans-exklusionierenden Feministin, die sich, ohne dass sie es eigentlich so richtig will, sie hat eigentlich gar nichts gegen Transpersonen, aber irgendwie passiert es ihr dann doch. Lilly, die sich eigentlich sozusagen als Feministin versteht, wird dann irgendwann plötzlich doch schwanger und Mutter mit einem gewalttätigen Ehemann. Schließt sich das grundsätzlich aus? Das ist ja genau die Frage, die der Roman stellt. Und das finde ich tatsächlich auch das Starke daran. Also diese Figuren sind alle, haben irgendwie alle Schwachpunkte, scheitern alle ein Stück weit an dem, was sie verkörpern wollen. Und da wird es dann schon, finde ich, auch sehr traurig. Weil, also natürlich ist das auch nicht die Aufgabe eines Romans unbedingt, aber einen Ausweg zeigt er nicht auf. Nein, das erwarte ich aber auch nicht von einem Roman, aber er zeigt erstmal die Wirklichkeit auf und das ist ja schon mal sehr erfreulich. Insa Wilke, wie ist es Ihnen mit Gertraud Klimms Einzelerkennung? Also ich habe bei Willem Genazzino laut gelacht. Ich glaube, weil er in der Lage ist, eben Soziales zu sehen und gleichzeitig den Einzelmenschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Gertraud Klemm
Da habe ich nicht so gelacht, weil es ja eine Typenkomödie ist. Sie schneidet ja Typen zu. Und da ist, finde ich, der Erkenntnisgewinn und auch für mich das Vergnügen dann immer doch sehr begrenzt. Woran liegt das, dass ich Schwierigkeiten hatte mit diesem Buch? Zum einen, dass ich das Gefühl habe, es werden zwar Innensichten erzählt, und zwar nur Innensichten, aber die Figuren bekommen eigentlich nicht wirklich ein ausdifferenziertes Innenleben, was wiederum an der Typenkomödie liegt. Und mir hat gefehlt eine dritte Instanz, eine kommentierende, wie sie bei Rushdie zum Beispiel vorhanden ist. Das hätte dem Buch, glaube ich, geholfen. Ansonsten haben wir hier Frauenfiguren, die eigentlich alle negativ sind, entweder naiv oder verbittert. Und insofern wage ich die Behauptung, dass man hier ein Buch hat, das von Feminismus erzählen will, aber im Grunde misogyn ist. Oh, das glaube ich nun überhaupt nicht. Ich glaube, das ist eine Feier der politisch mündigen, der klugen Frau. Das finde ich ganz... Die ist aber tot zum Schluss. Naja, also ich bin nicht sicher, das nennt man nun den klassischen Spoiler, ob wir das wirklich thematisieren. Ja, gute Bücher, da kann man das Ende lesen und möchte sie trotzdem von vorn lesen. So mag es ja aber in kapitalistischen Gesellschaften im 21. Jahrhundert dem einen oder anderen ergehen, dass er unter die Räder gerät. Das zählt eben auch zu dem satirischen Gesellschaftsroman. Ichomar Mangold, Ihre Meinung als alter feministischer Kampfgefährte. Ich weiß sie doch seit vielen Jahren an meiner Seite. Ich komme jetzt natürlich in mancherlei dialektische Grübeleien nach dem, was Insa Wilke gesagt hat. Ja, ich kannte die Autorin nicht und ich las und von der ersten Seite dachte ich, fabelhaft, was für eine fabelhafte Autorin, wie kann die erzählen, wie kann die Pointen setzen, wie toll kann die Figuren profilieren. Sie bringt die Handlung auf tolle Art voran, also hat ein hohes Tempo. Das, was passiert, ist immer symbolkräftig oder signifikant für das, was verhandelt wird. Ich war restlos begeistert, habe dieses Buch mit allergrößtem Vergnügen gelesen. Ich würde auch sagen, so muss eigentlich ein zeitgenössischer Gesellschaftsroman sein. Ich kenne wirklich nicht viele Autoren, die so nah dran sind. Also wenn man sagt zeitgenössisch, meint man naja, normalerweise, es wird vielleicht ein Geist der Zeit der letzten vor 10 Jahren abgebildet. Aber hier hat man das Gefühl, das ist gerade noch im, da kommen Ausdrücke oder politische Positionierungen und Redewendungen auf. Die gab es gerade vor einem Jahr. Mit diesem Roman kann man schon ein Upgrade verleihen, das muss man echt sagen. Ich wusste vorher nicht, was Flintas sind beispielsweise. Das zumindest wusste ich schon. Ich verstehe natürlich, warum Insa Wilke, warum Ihnen das vielleicht nicht gefällt, oder ich kann's, warum Sie dem auch Misogynie vorwerfen, weil dieser Roman natürlich sehr ehrlich umgeht mit den Konflikten, die es innerhalb des Feminismus gibt. Nun finde ich das aber nicht... Das zu beschreiben und sich dabei zu amüsieren, wäre für mich jetzt nicht Ausdruck von Schadenfreude gewissermaßen. Die Herren der Schöpfung sitzen im Sessel und sagen, haha, hier haben wir den Zickenkrieg. Nee, jede politische Bewegung, und zwar je ernsthafter sie ist, desto weniger wird ihr das Schicksal erspart sein, sich zu fraktionieren, sich in verschiedenen Generationen unterschiedlich auszubilden, verschiedene Schwerpunkte zu haben. Und das ist ein ganz violenter Vorgang, den bekommen wir in den Zeitungen immer mit, zum Beispiel genau, der ganze Diskurs über Transpersonen, der führt zu einer gewaltigen Scheidung zwischen der jüngeren Generation von Feministinnen und der älteren Generation.